Hi, heute geht es bei mir zum vorletzten Mal um das Thema Vodafone. Und zwar möchte ich darüber sprechen, welche Erfahrungen ich seit dem letzten Video mit Vodafone gemacht habe. Es war ein Techniker da, der hat draußen am Verteilerkasten festgestellt, dass das Kabel, da sind zwei, das für das Internet zuständig ist, bei mir in der Wohnung locker ist. Es musste neu angelötet werden und dieser Umstand hat dazu geführt, dass bei mir das Internet weg war, mehrfach, über Monate hinweg. Es war nicht meine Schuld, ich habe seitdem super Internet. Ich habe die Kündigung nicht zurückgezogen, die ich letztes Jahr rausgeschickt habe. Und das hat dazu geführt, dass mir die Gigakombi gestrichen wurde aus dem Vertrag, sodass ich jeden Monat bis zur Kündigung 10 Euro mehr bezahlen muss. Ich habe keinen Nachweis darüber, dass ich das vertraglich irgendwo festgehalten habe, dass das dann so ist. Wenn man kündigt, hat man die Gigakombi nicht mehr bekommen. Ja, ist mir auch egal. Was mich nervt, sind die ständigen E-Mails derzeit und Nachrichten. Ich soll mein Vodafone-Profil vervollständigen. Das kommt wöchentlich. Eine Erinnerungs-E-Mail darüber, weil ich aus dem Vertrag rausnehmen lassen habe, beziehungsweise aus meinem Profil, dass man mir bitte keine Angebote und Aktionen oder Anrufe mehr zuteilt. Und das nervt mich mega. Ich habe schon über dreimal mit denen telefoniert, weil die meinen, sie seien der richtige Anbieter. Aber ich habe da ehrlich gesagt gar keine Lust drauf, mich auch ständig darüber zu unterhalten, dass man mir am Telefon Dinge vorgeworfen hat in der Auseinandersetzung, die absolut nicht der Wahrheit entsprachen. Es lag auch nicht an der Box, wie die letzte Dame meinte. Ja, ich habe bis heute keine Entschädigung für dieses schlechte Internet, was ich hatte, bekommen. Also für die Abbrüche und Ausfälle, den Zeitverlust, den Ärger. Ne, das war echt ärgerlich für mich. Ich habe das auch alles dokumentiert. Ja, trotzdem denkt Vodafone, die seien der richtige Anbieter. Schicken mir auch immer wieder gerne Vorschläge. Gucken Sie sich doch unser Angebot an, bla bla. Ich meine, klar, das Netz ist auch gut. Down- und Upload-Rate ist super. Aber Interesse besteht bei mir einfach nicht mehr. Ich bin jetzt am Gucken, dass, weil DSL absolut gestorben ist in meinem Leben, dass ich mir eine SIM-Karte hole über einen entweder Extra-Router oder direkt übers Handy nur noch mit Datensim, einer speziellen App zum Telefonieren, also Voice-over-IP über einen Satelliten und das alles so regelt. Ich warte jetzt einfach bis Ende diesen Jahres, bis der Handyvertrag ausläuft und dann bin ich zum Glück aus der ganzen Geschichte raus mit denen. Kein Vodafone mehr bei mir. Auch wenn die derzeit der beste Anbieter sind auf dem Markt, ich habe kein Interesse mehr. Ich werde auf jeden Fall noch eine Dokumentation darüber machen, da, wenn ich die DSL-Sachen zurückschicke, weil ich das damals bei O2 hatte, dass sie gesagt haben, dass da ein Kabel drin gefehlt hat in dem Paket, was nicht wahr war, da war ein Kabel drin, aber ich sollte 15 Euro dafür bezahlen, wegen diesem fehlenden Kabel. Was mich echt angekotzt hat, weil ich war zu der Zeit in Finnland, habe dann auch die Einzugsermächtigung von denen über meine Bank direkt erlischen lassen, über eine Nachricht zu meiner Bank, sonst hätten die nämlich noch weiter Geld abgebucht. Also für diese Kündigung damals und das Ganze haben die nochmal extra Geld abgebucht. Ja. Da werde ich auf jeden Fall eine Doku drüber machen, um einfach safe zu sein, dass die mir nicht mit irgendwas ankommen, was angeblich nicht in der Box ist. Genauso wie
als ich dieses Schrotthandy zurückgeschickt habe mit dem ganzen Zeug, da kam auch auf einmal eine Nachricht, das Akkuladegerät wäre nicht drin gewesen. Na, ich habe gesagt, hier ist der Videolink. Genauso habe ich es eingepackt und genauso habe ich es weggeschickt. Na, also wenn man schon nicht mehr nachweisen kann, was da los ist, was man gemacht hat, dann hat man direkt eine Arschkarte gegenüber solchen Leuten, weil die versuchen dir noch den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen, so wie mit diesem EU-Roaming. Das ist kein EU-Roaming, das ist EU-Abzocke. Du bezahlst extra, wenn du angerufen wirst oder wenn du ins Ausland, während du im Ausland bist, telefonierst. Also einfach nur bescheuert. Das habe ich zum Beispiel mit dieser App, die ich habe, nicht. Da kann ich weltweit telefonieren, ohne dass ich irgendwas extra bezahlen muss. Und ich bezahle für Deutschland und weltweit ungefähr 5 oder 8 Euro im Monat. Das ist immer noch günstiger als diese EU-Roaming-Geschichte. Ja. Die Welt ist unfair mir gegenüber. Aber ich bin selber schuld, ich bin drauf eingegangen. Ich kann den Vertrag leider nicht abändern lassen im Vornherein, weil die auf solche Vertragsänderungen nicht eingehen. Und von daher kann man nur hoffen, dass nochmal über einen Fonds oder so ein vernünftiger Anbieter auf den Markt kommt, der die Verträge durchsichtig macht, der nicht darauf aus ist, sich noch den letzten Cent aus dem Vertragspartner-Portemonnaie zu holen. Abwarten. Entweder ich hole mir so eine SIM-Karte und nutze sie dann über Handy und mit dieser Telefonie-App oder so einen Router, wenn das halt nicht geht, weil manche SIM-Karten sind darauf vorinstalliert, nur mit einem bestimmten Gerät zu funktionieren. Da habe ich natürlich keine Lust drauf, weil die Dinger sind teilweise viel zu groß. Also zum Beispiel wie so eine Flasche, bei Vodafone ist das so. Und dann haben die hier so einen LAN-Anschluss drin für den Computer. Ja. Warum habe ich jetzt auf einmal bunte Haare? Ja, ich habe meinen Job als Sachverständige verloren. Über diese eine Firma, klar, ich bin immer noch Sachverständiger, aber ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Lust mehr darauf. Mir hat das alles, dieser ganze Stress mit denen so vermiest. Die haben mich gesperrt, ohne mir was davon zu sagen. Und jetzt muss ich ein Honorar, Ausfallhonorar einfordern, weil das unbegründet war. Auf jeden Fall, weil ich so viel zur Zeit habe, was mich auch innerlich belastet, habe ich einfach mal gedacht, ich sehe ein bisschen freaky aus und vielleicht hilft mir das einfach morgens, wenn ich ein bisschen freaky aussehe, besser mit mir klarzukommen, was auch mit den Haaren und so gut funktioniert. Ja, das Piercing macht mir Probleme, das hat nicht so funktioniert. Das ekeligste war halt diese ekelige Kirsch-Banane-Betäubung, was den ganzen Tag lang im Mund nach Chemie geschmeckt hat. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Wie so grün-blau ist das. Piercing und der Schmerz war gar nicht so schlimm. Die Piercerin meinte auch, ich bin voll ruhig gewesen, aber es hat nur kurz gezwiebelt und das war's. Ich dachte eigentlich, ist es irgendwas so wie bei Borderline, dass man damit was überwinden kann innerlich, aber das dem war leider nicht so. Also bereue ich es quasi so ein bisschen, mir das Piercing stechen zu lassen. Ja. Den Jobverlust bereue ich natürlich auch, weil weniger Geld. Diesen Monat habe ich hart zu kämpfen. Ich habe sogar weniger als Menschen mit Hartz IV. Mich kotzt das so an. Solange man einen Studentenstatus hat, hat man gegenüber dem Staat gar keine Rechte, irgendwelche Extraleistungen zu bekommen. Zumindest, dass man die Krankenversicherung nicht alleine zahlen muss oder so. Aber solange man Studentin ist, beziehungsweise Student, hat man gegenüber Ämtern gar keine Berechtigung. Und das einzige Amt wäre das BAföG-Amt. Und da klage ich zurzeit gegen, weil die mir halt Unrecht getan haben. Da aber innerhalb des Studiums soweit alles glatt gelaufen ist. Ich verrück das hier jetzt mal ein bisschen so. Oh. Ja.
Weil allerdings innerhalb des Studiums alles glatt gelaufen ist, werde ich da auch Probleme bekommen. Ich weiß auch noch nicht, was da rauskommt. Das ist eine ziemlich hohe psychische Belastung. Und dann kommen noch so Leute, die sagen, die wünschten, solche Leute wie mich würde es gar nicht geben. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge an Leuten, die das denken. Und ja, damit muss man halt auch klarkommen. Dass es Leute gibt, die mich, weil ich so bin, wie ich bin und wogegen ich auch nichts machen kann, nicht mögen und wünschen, dass es mich einfach nicht geben würde und dass an dem Tag, an dem ich gezeugt wurde, etwas Besseres im Fernsehen gelaufen wäre. Ja, ich komme damit klar. Ja, wir sehen uns spätestens dann, wenn ich das nächste Mal einen vernünftigen PC-Arbeitsplatz habe bezüglich eines Video-Making, so. Weil mein Zwergkaninchen nämlich alles destroyed hat. Shorty der Dämon mag mich und meinen Computer auch nicht, genauso wie Russ. Der freut sich auch darüber, dass ich so ein Kaninchen habe. Da seid ihr voll auf einer Wellenlinie, weißt du? Die hat mir nämlich meine Kamera durchgeknabbert und meine wunderschöne Rockkartenmaus, ne? Hier so ganz dezent durchgeknabbert, ey. Mega dezent. Ein Biss und schon hat das Ding nicht mehr funktioniert. Und dann hier die Kamera. Aber die Kamera war mega angeknabbert. Wie man das hier sehen kann, ne? Kann man das sehen? Ja, sie hat alles durchgebissen. Das werden dann so irgendwelche mentalen Verlinkungs Psychofähigkeiten sein. Also selbst mein Kaninchen will nicht, dass ich Videos hochlade. Hater-Videos und so, ne? Alles Anti, Anti-Vodafone, Anti-Rass, Anti-Sommerloch und ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ein bisschen Dampf und Druck ablassen kann mit diesem Video und andere auch erfahren, dass das mit Vodafone immer noch kacke ist. Auch wenn der Handyvertrag in Ordnung ist, läuft wirklich alles super, außer sobald man irgendwo in der Bauernschaft ist. Da hat man noch nicht mal mehr E oder HSDPA oder wie das heißt, sondern gar nichts. Deswegen habe ich quasi auch diese Sperrung bekommen, weil ich den Auftrag zu spät abgeliefert habe, beziehungsweise auch gar keine Internetverbindung hatte, sodass ich die App normal nutzen konnte an dem Ort. Das war ziemlich hart und dafür bin ich gesperrt worden, mit der Begründung, unzuverlässig zu sein. Und gleichzeitig auch noch, weil ich eine Woche weg war, das allerdings im System eingetragen hatte, die das wohl nicht gecheckt haben und mir einfach vorgeworfen haben, aufgrund dessen, da ich ja sowieso eine Woche weg war, sind sie jetzt unzuverlässig. So. Ja, und das erfahre ich erst, als ich irgendwann Mitte April keine Aufträge mehr gekriegt habe. Hä, warum kriege ich nichts mehr zugeteilt? Normalerweise kriege ich jeden Tag irgendwie Nachrichten. Nein, auf einmal, so von heute auf morgen. Da habe ich ganz normal erstmal die ganzen Sachen, die ich noch drin hatte, abgearbeitet und dann kam nichts mehr. Ja. Erst habe ich mich gefreut, aber dann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und als ich denen dann gesagt habe, ich werde mich mit meiner Rechtsanwältin zusammensetzen und mich dann melden, weil die auch wollten, dass ich denen eine Kündigung schicke, weil die damit nicht klarkommen, dass ich mich darüber beschwert habe, weil es nämlich nicht meine Schuld ist und die das nicht einsehen können, weil da hier und da jemand ein bisschen zu arrogant ist, mal die Wahrheit zu sagen, da haben sie mir eine fristgerechte Kündigung geschickt. Dürfen sie auch. Ich hatte ja einen Rahmenvertrag, aber ich will mich darüber auch gar nicht mehr unterhalten. Reicht mir schon. Naja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen 1. Mai und wir sehen uns irgendwann nochmal, wenn ich die Dokumentation zum Vodafone-Zeug mache. Bye, bye.